Es geht weiter mit Assassin's Creed. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Habt Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair, ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Genau, und wunderschön werden wir jetzt direkt nicht, natürlich nicht, was zur Hölle. Doch, werden wir? Ah, zu 100% abgeschlossen. Wunderschön. Werden wir oder werden wir nicht? Ah, doch, werden wir. Schön. Direkt nach Masyaf zurückversetzt. Eigentlich beim nächsten Mal dann. Oder kommen wir ganz raus? Ah, wir kommen ganz raus. Verdammt. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Du ziehst das LP in die Länge, Ma'am. Mann. Was? Ich geh mal hinter ihm her. Ich will mit. So, lauf doch. Mann. Schlecht. Was ich auch schön finde, man kann da auch rausgucken, was ich ziemlich nett finde. Aber da unten ist alles ziemlich weiß und boah, alles so verpixelt und nee. Ist aber normal, also. Ja, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Tja, wer kann, der kann, würde ich sagen. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Anscheinend nicht. Da auch nicht, okay. Müssen wir uns eigentlich wieder einfach hinlegen, oder was? Das ist doch, ne? Man kann... Ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut. Dann vergessen Sie es. Walter von der Vogelweide? Okay. Also man kann mit ihr Ewigkeiten Gespräche führen, aber... Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein, ne? Bin ich jetzt so der Meinung. Also, ich könnte doch egoistisch sein. Egoistisch sein. Ach, das ist Docker Dog. Das. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Kein guten Morgenkuss. Ja, schade. Hab mich schon so gefreut. Oh, ich würde gerne rennen und... Boah, ich hasse es. Na komm, beweg dich doch mal. Wo ist die Lady? Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft?
Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Ja. Das was, was er uns gerade verschwiegen hat, ist eben das was. ist das was, um was es sich bei Assassin's Creed essentiell handelt. Ja, wobei ich bei Assassin's Creed 3 nie den Zusammenhang gesehen habe. Naja, ist okay. Wollen wir nicht über eklige Chemieklumpen reden? Assassin's Creed 3 ist so ein Rotz. Oh, das hat mich so geärgert. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern abstürzen. Gibt man Geld aus und das Spiel ist einfach nur scheiße. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Wurfmesser, 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 bitte Wurfmesser. Ja! Ja! Wurfmesser. Geil! Geil und Konter. Ja. So. Dass sie können im Hof trainieren, heißt, sie werden im Hof trainieren. Das ist so. Ne? Sie. Da steht zwar, sie können, aber nee, ihm bleibt keine Wahl. Punkt. So, ich wollte gerade noch gucken. Weil hier gibt es noch Flaggen. Ach schön. Irgendwie war es am schwierigsten, die Flaggen hier zu finden in. Ja, hier. Im. In Masyaf, obwohl es nur 20 Stück sind, aber das war irgendwie komisch. Die waren irgendwie am besten versteckt. Ich weiß nicht warum. Egal. Interessiert kein Schwein. Und ich rede immer über Flaggen, obwohl ich immer sage, ich sage das. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Nein. Will ich nicht. Ich hasse dich. Genau. Jetzt können wir, so wie im ganz am Anfang. Stopp. Bam. Voll die Weichteile. Stirb. Okay. Und. Konter! Also ich. Das ist der Move, wo ich meine, ist man total. Total überpowered, ganz ehrlich. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ja, so sollte ein Mann kämpfen, ist schon recht. Also. Ich bin aber trotzdem der Meinung, ich sollte. Musik doch noch eins runter machen. Ich würde die Leute besser hören, also. Ja. Nein, nein. Ja, ja, bin ich. Ich will laufen, danke. Also, mit dem Konter ist man maßlos überpowered, weil man einfach jeden kontern kann. Das ist Wahnsinn. Das ist nicht normal, ganz ehrlich, null. Man kann sich wirklich in Horden von Hoppla. Ja, wir machen später weiter, Schätze. Was? Nein. Man kann sich wirklich in Horden von Gegnern reinstellen und einfach nur die ganze Zeit kontern. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Mann. Die hängen mir was an. Ach, das ist eine gute Abkürzung. Hier habe ich doch gar nicht gesehen. Gut. Ich werde es auch gleich zeigen. Ich werde als erstes nach Akkon fliegen. Vor allem fliegen. Und. Oh, ich freue mich schon auf. Ich glaube, Akkon war die schönste Stadt. Oh. Jerusalem
ist relativ klein, glaube ich. Und Akon war relativ schön. Ah, schön. Ich freue mich drauf. Ah, wieso juckt's? Kennst du das, wenn ihr... Ich sag's, glaube ich, jedes Mal, wenn es mich juckt. Kennst du das, wenn es irgendwo juckt und es geht einfach ums Verrecken nicht weg? Aha. Eine Hand spielen kann man nicht. So. Na komm, bisschen schneller. Kann ich jetzt eigentlich oder kann ich jetzt nicht? Nee, kann ich. Schade. Ich dachte, man könnte irgendwie schnell reisen. Ich glaube, in die Städte, wo man war, kann man auch schnell reisen. Also nach Damaskus sollte ich eigentlich schnell reisen können. Wenn ich nochmal schnell reisen sage, dann... Ne? Ne. So, beweg dich, Pferd. Bin schneller. Und ich habe schon gesehen, ich habe oben sehr viel mehr Leben. Sehr viel mehr Leben. Wenn sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen sie deren Sichtkontakt und verstecken. Oh, ich freue mich schon so auf Assassin's Creed 2. Spiel? Danke. Ist der eine immer noch böse zu uns? Tatsache. Immer noch. Das ist so eine Ratte. Ich hasse ihn. Gut. Also nach Damaskus wollen wir nicht. Wir wollen... Och, nach Akon ist so weit. Oh, leck mir doch. Ja, nach Akon, komm. Wir müssen so oder so nach Akon. Was soll es? Was soll es denn? Wovor flieht er? Wovor flieht er? Was? Oh Gott, das dauert. Das kann dauern. Oh, wow. Oh, wow. Ich hoffe mal wirklich, dass man später schnell reisen kann, weil... Wow. Ansonsten werde ich es irgendwie rausschneiden, weil... Wow. Ich sag's nochmal. Wow. Alter. Nee, ernsthaft. Nur ganz so... Meine Uhr sagt, es geht noch. Ja, komm. Bisschen schneller. Und mittendurch. Schön. Freut mich. Schön. Jetzt stellen wir uns mal hier hin. Wir werden eh gesucht. Kommen die? Nö, sie kommen nicht. Schade. Ich dachte, jetzt kommen sie und hier gibt es ein Massengel. Ah, doch. Hi. So, hi. Stopp. Ich würde aber... Nein, nein, ich will... Ich brauche ein paar mehr Leute. So. Jetzt rüste ich meine Wurfmesser aus und dann kommt... Zack. Batz. Ich liebe es, mit denen zu kämpfen. Vor allem die... Combo-Kills. Nee, doch nicht. Na, wo ist er? Tot. Ah, ich liebe die besser. Ja, ihr wisst schon, wenn ich, na, schaffe ich es irgendwann? Na, irgendwann sollte ich es schaffen. Weil das kann man auch mit dem Kurzschwert machen. Ja, genau, die haben es nämlich genug und hauen jetzt ab, weil die einfach maßlos unterlegen sind. Ah, nee, also es gibt ja die... Wenn man gerade, wenn die Waffen gerade aufeinandertreffen, ich bin heute mit Erklären so scheiße dran, wenn die Waffen gerade aufeinandertreffen und na, und man nochmal Angriffsknopf drückt, so gesagt, dann macht er ja einen Special Move, mehr oder minder. Ich suche gerade eine Flagge, egal. Und die sehen mit dem Kurzschwert einfach immens geil aus, finde ich Wunderbärchen. Gott, Wunderbärchen. Oh Gott. Ah, tötet mich. So, da steht ein neues Pferd. Finde ich gut. Nehmen wir mal dich. Und weg. Ach ja. Das ist einfach so weit. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Den müssen wir mal extra anreiten. Das ist gar nicht mal so cool. Na, kann ich? Bitte? Danke. Zwei Aus... Nee, den nehmen wir auch noch mit, komm. Drei Aussichtspunkte nehmen wir noch mit. Und... Ich wollte gerade sagen, das Pferd kann, glaube ich, nicht auf die Dächer. Das wäre irgendwie lustig. Moment, ich markiere den mal kurz.
damit ich mich nicht verbreite, so wie gerade eben. Ach, schön. Und wenn da die Zahl, die jetzt rapide nach unten geht, ein bisschen kleiner ist, dann steigt doch die... Na, dann steigt doch die Motivation zum Reiten. So, da rechts ist das eine Flagge. Ne, das war... Das ist keine Flagge. Doch, das ist eine Flagge da drin im Gebüsch. Ein Assassin. Da ist ein Templer. Hi. Na. Aufs Maul. Was man auch machen könnte, ist so... Wenn er zuschlagen würde. Nein, 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 nein. Ah, das können wir leider noch nicht kontern. Bam. Und zack. Wir können natürlich auch mit unserem versteckten Messer kontern. Was ein Instant Kill beim Gegner ist. Eigentlich ist jeder Konter ein Instant Kill. Außer bei starken Gegnern wie dem Templer zum Beispiel. Ach ja, die Belagerungsstätte hier. Das ist so eine Sache, ne? Ja, töte mich, wenn du schaffst. Die Sache ist, wenn ich hier oben bin, dann werfen die, glaube ich, Steine. Das ist, glaube ich, daneben. Komm, beeil dich, beeil dich. Ab einer gewissen Höhe können sie keine Steine mehr schmeißen. Die sind ein bisschen schwach auf der Brust. Und klettern können sie, glaube ich, auch nicht auf die Türme, oder? Nö. Ah, komm, beweg dich. Mann, 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 Mann. Ist da unten ein Pferd? Da unten ist ein Pferd. Das ist Wunderbärchen. Oh, Wunderbärchen ist so ein scheiß Wort. Nee. Nee, 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 nee. Mag ich nicht. Ah, schön. Gut, also ich wollte eigentlich noch bis Akkon kommen. Das eigentlich... Oh, jetzt kann ich mir nicht raus. Weil wenn wir uns verstecken, in Anführungsstrichen, vor den Verfolgern, können wir nicht aus dem Versteck rauskommen. Oh, Pferd. Ja, die können auch das Pferd schlagen, was nicht gerade so cool ist, weil das Pferd dann einfach zusammenklappt und uns mit abwirft. Das ist nicht cool. Moment. Ach, komm, den mache ich später. Egal. Ich will jetzt nach Akkon kommen. So. Aus dem Weg! Ich liebe es. Aus dem Weg! Was ist aus dem Weg, Baum? Schön. Na, wo ist der nächste Turm? Ist schon bald da. Ah, ich weiß genau. Aus dem Weg! Schön. Genau, da unten ist nämlich dieses riesige Lager, von dem ich mal gesprochen habe. Dieses immens große Lager, das ist... Wow. Das ist total uncool. Da kann man diesen einen Xbox-Erfolg machen. Ja, ja, ist okay. Eine Assassine, ja, bin ich gewohnt. Was? Die sehen mich nicht? Ernsthaft? 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 Die sehen mich nicht. Oh, sind die dumm? Oh, KI, please. Gott. Diese KI. Oh, wow. Diese KI ist so dumm. Oh nein, diese KI. Gott, nee. Ja, jetzt muss ich wieder warten, wenn ich da unten bin. Ist okay. Darf ich raus? Bitte. Ah, da ist einer. Er ist nicht hier. Such woanders. Die sehen mich immer noch nicht. Das, ich wollte gerade sagen, die werden ein bisschen arg dumm, ne? Ich reite neben denen vorbei. Wow. So, jetzt sind wir zumindest mal in Akkon. Krugträger können leicht ihre Deckung verraten, wenn sie wegen ihnen ihre Krüge fallen lassen. Wegen mir? Bei dem Attentat, das war nicht wegen mir, das ist gegen mich gelaufen. Meine Phrasen. Ja. Das war ich nicht. Aus welchem Grund rennt er? Wovor flieht dieser? Ich renne nicht, ich galoppiere. Das ist ein Unterschied. Oh, hier herrscht anscheinend irgendwie die Pest. Hm. Nicht cool. Wirst du still sein? Niemand wird dir helfen. Ah, hi. Gleich mal den Bürger retten. Moment. Ja, da sind's. Die Wachen, die Helme tragen, sind um einige stärker. Also sind in der Regel stärker.
Vorsicht jetzt! Heide, Rube! Ich krieg's nicht gebacken. Na? Ah, oh, in Fuß und Bahn. Mit dem Kurzschwert ist es so. Ist es echt schwer, da so ein Combo-Kill hinzubekommen. Na, ich krieg's nicht hin. Na, ich krieg's nicht hin. Aber dich krieg ich tot. Juhu. Ja! Das war einer! Das war einer! War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Kein das werde ich euch nie vergessen. Problem, Bro. Wirklich düstere Tage. Ah, da kommen schon meine Leute, die mich nach drin bringen. Aber ich denke, ich komme auch so rein. Sollte ich eigentlich? Na? Ja, gutes bewegliches Versteck braucht kein Schwein. Komme ich so rein? Sollte eigentlich, ne? Dürft mich nicht sehen. Bop, 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 bop. Alle sehen mich, nur die. Wow. Ah, hey, eine Flagge. Das war so geplant. Das war so geplant. Natürlich. So, dann würde ich doch gerne. Perfekt, da ist direkt einer am Eingang. Warum ich das tue? Weil mir langweilig ist, würde ich sagen. Und hier in Akkon zum Beispiel gibt es schon Wachen auf den Dächern. Wir dürfen nicht auf den Dächern rumlaufen. Da werden. Achso, da unten ist ein Typi, dem geholfen werden muss. Ja, also wie gesagt. Wir dürfen nicht auf den Dächern rumlaufen, sonst werden wir sofort in den Verfolgermodus geschalten, sage ich mal. Und die wunderschöne Aussicht auf die Mauer, wie damals 1980. Was? Ah, schön. Was? Habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. So, na, das tut weh. Gut, dann würde ich sagen, ihr kennt das Prozedere. Ich mache hier mal die Karte frei und ich würde sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Gabba. Tschüss.